Unendlich streamen, surfen und telefonieren. Erlebe grenzenlose Freiheit mit Unlimited Datenvolumen. Entscheide dich jetzt für die Surfgeschwindigkeit, die am besten zu dir passt. Jetzt mehr erfahren. Da kommt das Video, was vielleicht einige von euch schon erwartet haben. Und zwar schauen wir uns heute meinen aktuellen Tarif an. Ihr wisst ja, ich habe ein Video gemacht vor einiger Zeit, wo ich gesagt habe, hey, wie geht's jetzt für mich weiter? Der Telekom-Tarif, der Magenta Mobile M, den ich hatte, mit Stream On damals, das war ja wirklich ein Gedicht. Das Produkt ist ja eingestellt. Wegen EU-Richtlinien darf das so von der Telekom nicht mehr angeboten werden. Und dann habe ich ja mit euch darüber philosophiert, in welche Richtung das jetzt schlussendlich gehen kann. Und ihr seht, ich habe mich für Freenet, ehemals Mobilcom Debitel, wie sie selber sagen, entschieden. Und zwar, weil ich den Unlimited Basic für einen wirklich absolut genialen Preis gekriegt habe. Und zwar 12,99. Zeige ich euch hier auch mal. Dann habt ihr mal so ein paar Details. Also wir haben hier tatsächlich einen regulären Preis von 30 Euro, 29,99. Ja. Und wir bekommen hier einfach dauerhaften Rabatt. Ihr seht, nicht 24 Monate, sondern tatsächlich dauerhaft. Ja. Anschlusspreis wäre normalerweise auch bei diesem Tarif 39,99 gewesen. Auch hier habe ich nur einen Zehner bezahlt. Und was hier ganz entscheidend ist, ihr seht es vielleicht schon, das Ganze ist monatlich kündbar. Und ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass ich das schon so schnell in Anspruch nehme, wie ich das jetzt hier in dem Fall mache. Warum dieser Tarif jetzt bereits schon wieder gekündigt ist und wie gut das funktioniert. Ihr habt ja hier eben schon gesehen, ich habe schon ordentlich was an Gigabytes weggedrückt, also 70 Gigabyte. Es funktioniert, ja, aber wenn man natürlich Telekom gewohnt ist und Maximalspeed gewohnt ist und das nichts ruckelt und man parallel bei Twitch im Hintergrund einen Stream und vorne und gerade wenn man viel Videoinhalte streamt von unterwegs oder auf dem Smartphone, dann merkt man vielleicht doch schon eine gewisse Einschränkung beim Basic. Das haben auch viele von euch damals geschrieben. Wir gehen mal in die Freenet-App rein. Da sehen wir nämlich auch nochmal den Free Unlimited Basic, monatlich kündbar. Bap, bap, bap. Und hier seht ihr schon, gekündigt zum 27.02. Und ich glaube, Vertragsbeginn war, müsst ihr jetzt mal auf die Rechnung gucken hier. Da steht es wahrscheinlich, wann wir gestartet sind. 20.12. hat der Vertrag begonnen. Also ich habe hier jetzt quasi schon bis zum 31.01. bezahlt. Da ist Freenet auch ganz schnell. Die haben am 16.01. schon komplett für Dezember und für Januar im Voraus eingezogen. Wie jetzt die Rechnungsstellung ist, das ist jetzt erstmal nicht relevant, aber die sind da auf jeden Fall immer fix dabei. Genau, also es ist ein unbegrenzter Tarif. Ja, man kann, glaube ich, bis zu maximal, wenn man das jetzt wirklich die ganze Zeit laufen lassen würde, kann man knapp einen Terabyte ziehen durch diese 2-Mbit-Regulierung. Ja, ich wollte einfach irgendwas ohne Limit haben. Und deswegen habe ich mich erstmal übergangsweise dafür entschieden. Dass es jetzt tatsächlich so schnell dann doch sein Ende findet, hätte ich selbst nicht gedacht, wie gesagt. Wir gucken uns hier nochmal den Speed an, wie das Ganze so läuft. Ja, also jetzt mal in dem Fall, wir haben jetzt hier, bin innerhalb eines Gebäudes im ersten Stock. Wir gucken mal, was da geht. Also ihr seht schon, der schlägt schon weiter aus, drosselt sich dann aber ganz exorbitant auf 2 runter. Wir sehen sogar, er drosselt sich hier so ein Stückchen weiter runter, damit hier wahrscheinlich ein Durchschnittswert von 2 entsteht. Oh, 1,88 nur. Upload können wir hier auch nochmal messen. Schlägt auch weiter aus, ist klar. Und dann versucht er sich da auf diesen Wert, ne? Wir haben Downloadwert 2 Mbit und im Upload haben wir 1 Mbit laut Vertrag. Ihr seht, der Upload ist hier tatsächlich ein bisschen höher. Genau, das sind so die Werte. Also man kann hier einiges mitmachen. Es stockelt aber schon bei ein paar Sachen halt exorbitant schnell. Das geht fix, ja. Ihr seht, das dauert hier auch einen Moment, bis die Dinge hier laden. Manchmal, bis hier die Clips laden, die Fotos laden. Und wenn du dann hier, sage ich mal, jetzt irgendeinen Clip abspielst, dauert das einen Moment, bis das buffert, ja. Das ist halt so, ne? Das ist 2 Mbit und inzwischen sind diese ganzen Portale für mehr Speed ausgelegt und deswegen kriegt man da natürlich immer so ein bisschen, ihr seht schon, jetzt hat er hier automatisch auf
720, wir können es immer auf 360 runtersetzen. Und selbst da dauert es dann jetzt noch einen Moment, bis hier tatsächlich was kommt. Also das ist schon so ein bisschen, wo man sagt, okay, wesentlich flüssiger läuft YouTube. Können wir uns auch mal angucken, also wenn wir jetzt die YouTube-App mal öffnen. Wo habe ich denn YouTube hier? Es dauert immer einen kleinen Moment, bis die Sachen hier tatsächlich geladen sind. Es geht relativ zügig mit den Vorschaubildern, aber ihr seht, es dauert hier dann auch manchmal einen Moment, weil YouTube ja inzwischen auch diese Stories hat, dass das hier alles quasi dann automatisch abgestellt wird. Wir können jetzt hier mal so ein Video öffnen. Ihr seht schon, das lädt relativ fix. Mal gucken, welche Auflösung. 360 hat er jetzt automatisch eingestellt. Also das funktioniert alles. Das will ich damit sagen. Ja. Also ihr könnt damit einen unbegrenzten Tarif haben. Ja. Die Frage ist, was möchtet ihr? Müsst ihr HD unterwegs schauen und. Preis-Leistung 12,99. Bei der Möglichkeit, monatlich zu kündigen, ist es wirklich ein Gedicht, meiner Meinung nach. Aber ich habe den Tarif aus einem gewissen Grund gekündigt. Hätte ich nicht gemacht, hätte ich dieses Angebot nicht bekommen. Und das werde ich aber im zweiten Video machen. Das wird jetzt kurz nach dem Video online kommen. Da werde ich erzählen. Und da hat mir ein sehr, sehr guter Freund eine Freude mitgemacht. Und was jetzt der Wechsel ist von diesem Unlimited Basic, der wirklich für 12,99 unschlagbar ist. Ja, also es war mal wieder so ein Sonderdeal. Zu was ich jetzt wechsle und was ich jetzt für eine Powerleistung kriege, ich verrate nur so viel. Für 10 Euro, ich will nicht zu viel verraten. Ihr schaut das nächste Video, das erscheint. Ich verlinke es euch jetzt hier oben wahrscheinlich irgendwo. Dann könnt ihr draufklicken. Wenn es schon bereits online ist, findet ihr oben jetzt eine Einblendung. Oder schaut im Kanal einfach das Video, was nach diesem gekommen ist. Es ist wirklich ein Gedicht, was mir da ein sehr, sehr guter Freund gemacht hat. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Seid gespannt. In dem Video übrigens auch, wie jetzt quasi die Nummer nur zwischengeparkt wurde. Von Telekom zu Mobilcom Debitel. Und wer jetzt aufgepasst hat und das Wort zwischenparken richtig eruiert hat, der weiß schon eventuell, wo es wieder hingeht. Wie das alles aber funktioniert für 10 Euro und warum das unschlagbar ist zu allen anderen Tarifen und trotzdem in Anführungsstrichen ein gewisses Risiko birgt, das im nächsten Video.